Und kann ich den nicht tragen, wenn der bewusstlos ist? So, machen wir kurz ein Massengrab. Das haben sie da unten wahrscheinlich gefunden, ja. Noch Schlangen? Was gesehen? Nö. Du? Und den könnte mich... Ach, die tragen den sogar weg. Also aber liebevoll. Brauche ich mich mal drum kümmern. Versteck mich mal lieber hier, da komme ich jetzt hoch. Alter, ich würde das ganze Ding hier füllen. Lalala. Hallo, jetzt schlag den doch. Danke. Er kann sich leid, wenn dabei rumliegt. Ja, vor allem, dass ihm die Blutlache nicht aufgefallen ist. Das hat mich halt schon ein bisschen gewundert. So, leg die Hammer noch zu denen. Perfekt. So, gut. Wo war der Tempel? Da war der Tempel. Da will ich eigentlich rein. Da sind noch ein paar Schätze zu plündern. Dann waren wir im Keller stehen geblieben, ne? Gut. Hey. Das war jetzt aber knapp. Du willst schon, dass ich das tue, was ich gleich tue? Hey, warte! Ach, ich drücke immer R zum Nachladen. Ich bin so blöd. Ah, 6 Pfeile bekommen wir immerhin. Sehr gut. So, legen wir euch auch noch da ab. Das Gras wird langsam platt, ne? Hey, jetzt da kurz in das Haus rein und mich ein bisschen umgucken, Mann. Ja, darf ich endlich. Danke. Ah, da drüben haben wir eine Truhe. Sehr schön. Ach, Junge. Black, jetzt so uff mit dem Käse. Du sollst schon 50.000 Mal da hochklettern. Schatz geplündert. 2 von 3. Sehr gut. Bitte denkt daran, die wertvollen Opfergaben in den Hauptteilen des Tempels zu bringen. Sie wurden schon zu oft liegen gelassen. Ja, genau in den Tempel möchte ich jetzt rein. Hier ist niemand? Gut. So, brauchen wir kurz mal Vögelein. Lass mal kurz hier alles irgendwo noch entdecken, wenn hier irgendwo noch was rumläuft. Scheint aber aktuell nicht der Fall zu sein. Soldat, Soldat, das bin ich. So, weil jetzt geht es dann nicht gleich runter und da wollte ich nämlich auch hin. Das war das hier, wo es runter ging, genau. Tada! Kann ich auch so ausfindig machen? Nee, leider nicht. Hey, was? Du stirbst! Au! Tut ja weh. So, einmal. Wir müssen jetzt nur kurz da wegbringen. Schon ein bisschen unpraktisch, wenn die da liegen. Ich hoffe, wir es mitbekommen haben schon öfters. So, Nummer 1. Oh, doch, machen wir noch wen. Dass der nichts mitgekriegt hat.
Genau, weil hier war es ja, wo unser Sohn gestorben ist. Da will ich mal kurz sehen. Ich gucken, ob es hier was gibt. Nein. Schade. Bräuchtest du noch einen Schatz, Mann? Kann wahr sein. Kann nicht so schwer sein. Krieg ich ihn auch niedergeknüppelt? Ja. So, dann kriegen wir sogar getragen, den fetten Brocken. Komm mit, mein Bubbel. Ich muss die doch mal kurz wegbringen, weil es ist schlecht, wenn die anderen dich da sehen, ne? Am besten lege ich dich da ein. Da sieht dich keiner. Hoffe ich zumindest. So, das hat uns leider hier wenig gebracht, was wir den Sinn hier geknüppelt haben. Aber das gibt's doch nicht. Extra da reingegangen und dann für was? Für gar nichts. Nö, nö. Ja, kommst du da heute noch hoch, oder? Glaubst du nicht mal, dass es was wird? So viele Wachen stand jetzt, sehe ich gerade, Anführungszeichen, immer. Und die Frage, wo das der letzte Schatz ist. Hey. Whoops. Ah, da kommt der andere. Na gut, da hat es den Geralt, dass wir hier sind. Das ist auch recht. Ah, da drüben. Oh, ich vergesse immer die Uhren zu leeren. Ansonsten, da haben wir nichts mehr. Kann eigentlich nur noch hier irgendwo was sein. Warte mal, machen wir kurz nochmal sicher. Wir gehen kurz da rein. Rufen Piepmatz. Level 1er, das ist okay. Da haben wir noch einen. Da oben haben wir Pfeil und Bogen wieder. Lol, da trägt ein anderer noch rum. Der hat mein Loot verschleppt. So, Schnauze. Ich glaube, wir gehen hier einfach raus. Das bringt es gerade nicht. Wird auch noch auf Dauer etwas langweilig. Der liegt da gut. So, dann noch den. Was? Bams. Da kein Loot? Ach komm schon, Junge. Ich hab Pfeile nicht verschwendet. Egal. Nee, nicht Tab. M wollte ich. Hallo, geh raus. Danke. Ziele, Missionsziele. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Da können wir theoretisch hingehen. Oder. Also, was Quests hier? Können wir auswählen. Gefangen im Tempel. Da fehlt noch einer. Ach, da ist er. Okay. Ah jo, das kriegen wir hin. Moment. So.
Gott sei Dank erledigt. Aber ich weiß nicht, irgendwie lässt sich es gerade auf normal ein Tick leichter spielen wie auch schwer vorhin. Kann mich aber auch täuschen. La la la. Brauche ich gerade nur mal der Pfeile und Burg, gell? Da ist die Pfeile. Haben wir das hier irgendwo? Ich bin da, das ist da drüben. Ach, egal. Wie viel haben wir noch? 13, ja, okay, das reicht. So, kletter, mein Freund. Es geht doch da runter von der Theke, du. Ich bin am Verdursten. Bitte. Bayek, was hast du hier verloren? Schnauze, nicht befreien. Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Ich weiß. Haben sie bis jetzt aber nicht geschafft. Bei Gnade. Das waren alle. Quest abgeschlossen, yay. Könnte hier da oben vielleicht noch was sein? Wir können das Ding leider auch wieder nicht übernehmen. Finde ich echt traurig. Ja, das ist die letzte Kiste. Juhu! Es hat sich gelohnt. Ah, oh, es ist schön. Nein, du gehst jetzt nicht da drauf. Du plünderst. Mann, ist es so schwer? Dies ist eine Erinnerung eurer täglichen Pflicht im Tempel. Erstens bricht das Siegel, das zur Statue von Amun führt. Zweitens entzündet eine Fackel, um euch Amun zu nähern. Drittens verbrennt Weihrauch in Amuns Nähe und sprecht ein Gebet zu ihm. Viertens wascht die Statue des Amun. Fünftens gebt der Statue neue Kleider und Juwelen sowie neue Opfergaben. Sechstens, wenn der Tag endet, fegt eure Fußspuren fort, wenn ihr geht und erneuert das Siegel. Solange ihr diesen Regeln befolgt, wird Amun nicht verärgert. Die Götter seien mit euch. Priester, die du Jufuan Kanom. Ganz einfach. So. Halt. Okay, ich dachte, hat etwas geklingelt. Noch nicht. So, dann verdüsen wir uns jetzt. Mission erledigt. Hätte ich gesagt. So, und runter mit uns. Nein, du sollst runter. Das Gegenteil von hoch. Danke. Ja, jetzt hab. Klettern, klettern, runter, runter, mein Puppe. Ja, schön, was denn das? Schön. So. Hey, ist Missionsziel. Sprich mir selbst ab, über die Siva verlässt. Okay, 307 Meter, das ist. In der Richtung. Wo ist mein Salama? Ach, da bist du. Hallo, Plötze verschnitt. Und Straßenverlauf folgen. Das läuft zum Glück vollautomatisch. Ich hoffe, das läuft auch gut. Es kam zwischenzeitlich kein Update mehr raus. Falls ihr das meint. Wir müssen uns also darauf verlassen, dass das Pferdchen, unser gutes Reittier hier, seinen Weg auch tapfer findet. Lalala. Weicht schon mal zumindest aus, finde ich nett. Überrennt auch Passanten. Okay, du hast schnell genug. Das zählt nicht. Wow, Frame Drop. Cool, so kann es dass das jetzt mal vorkommt, dass noch hier und da mal die Frame sich verabschiedet. Ja, halt, Pferdchen. Amun und Isis. Was denn? Bayek ist zurück in Siva. Ja, brüll's halt noch lauter. Verkaufen. Plunder. Das sollte reichen. Ist gut. So. Ja, nix ist gut. Ich muss. Hallo, Thomas. Welt ist der weg? 33 Meter. Ich hoffe, ein Salama bleibt da kurz stehen. Muss hier nur kurz durch. Bayek, ich habe neue Waren, die dich interessieren können. Aufrüsten. Wäre es schön, wenn. Aufladetempo.
Wir haben ja gerade ausgerüstet, wenn der mehr Damage machen würde. Schleichmodus-Schaden, ne? Schussfrequenz ist halt übel. So. 150. So, unser Bronzeschwert rüsten wir auch mal noch ein bisschen auf. Und noch ein... Halt! Ah, das geht nicht mehr. Okay. Wir können immer bestimmte Stufen aufrüsten. Okay, kapiert. Aufrüstungen. Das heißt, er ist aufs Maximum getrimmt. Der geht nicht mehr. Okay. Oder wir können immer nur bis zur aktuellen Stufe wahrscheinlich machen. Das kann natürlich auch sein. Erhöht die Pfeile der Köcher. Was haben wir hier? Erhöht den Nahkampfschaden. Wäre mir jetzt fast lieber. Ist mir eigentlich beides wichtig. Was brauchen wir dafür? Krogleder und noch ein paar anderen Ledersachen. Dann brauchen wir Kupfer und noch mehr Leder. 3, 4, ja. Die kommen. Oh, weil ich aber 4 besser. Was? Echt? 200, 385, das Fernkampf von Adrenalinparaden. Ach komm, scheiß drauf. Schilder, haben wir was? Das haben wir das hier, das will ich aber aufbewahren. Und Schussbögen, die können wir. Ist zwar schade drum, aber kann weg. Schleichmodus-Schaden, weil das Ding geht halt übelst ab, ne? So, ist auch. Ach, jetzt haben wir wieder Holz raus. Ja, okay, gut, dann können wir es doch erhöhen. Köcher erhöht. Oh, guck mal, wie viel der noch geht, mein. Voll krass. So, jetzt müssen wir uns zum Lama zurück. Ich weiß, es ist ein Kamel oder sowas. Keine Ahnung. Ist egal. Eure heilige Pflicht, Steuern an den Pharao zu zahlen. Lol, es ist eure heilige Pflicht, ihm zu gehorchen. Steuern an Pharao zu zahlen. Ja, klar, als ob Gott es wollte. Da die nicht lach. Wow. Ja, ja, okay, ich hab's kapiert. Mit der Weg, die Wegfindung ist nicht so deins, ne? Hallo? Bayek, danke. Mein Freund! Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Nö, ich will sie aber nicht verlassen. Doch. Ja, ja. Cool. Dann machen wir vorher das da. Stufe 5. Wirst du Chemu in der Nekropole besuchen? Finde die Steinkreis. Ach so, das ist das. Ach so, ja, nö, dann können wir gehen. Bist du bereit? Es ist eine lange Reise. Ja. Steinkreise können wir später suchen. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen. Natürlich. Ah. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Oh, wir haben es geschafft. Erster Teil rum, ja. Nur haben wir da noch ein bisschen was zu erledigen. Eigentlich nicht so viel, aber noch ein bisschen was zu entdecken und so. Bin ich mal gespannt, was wir noch alles finden können. Aber alles zu seiner Zeit, auch mal ein bisschen Story. Leila, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort. Was? Muss ich etwa da runterkommen? Leila? Leila! Komm zurück! Leila, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Von
denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Zyklosporin. Cool. Club gleich Herausforderung abgeschlossen. Der letzte Maya. Mediaya. Ich will ja mit dir interagieren. Kann ich das hier auch machen mit V? Suchst du immer noch das Zyklosporin? Ja, ja. Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Ja, ja, das kann sein. Oh, interagieren. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratstante. Was? Cool. Geil. Hat sich auch gut gehalten, der Mann. Krasser Shit. Ich nehme das Zeug jetzt nicht. Das Medikit. Du brauchst gar nichts. Was ist hier? Ein Balken. Ein halber Balken. Ah, was haben wir hier denn? Dokumentation? Abstergo-Abteilung für historische Forschungen. Ist das alles Text? Oh Gott, Leute, das... tun wir jetzt aber nicht wirklich lesen, oder? Oh Gott, nein. Ich gehe raus. Lalala, ich habe den Laptop nie gesehen. Ja. Schnauze. Ich will mich umgucken. Wenn ich sterbe, dann kann ich irgendwann wieder respawnen. Spielstand wurde gelöscht. Nein! Würde ich heulen. Das ist cool. Wahrscheinlich müssen wir das Zeug nehmen und dann irgendwo hinlaufen. Ja, komm, ich nehme es jetzt. Dann forsche ich wieder die... Weiß ich, kann interagieren damit? Der Generator hält durch. Ah? Abgemacht, Layla. Was haben wir da? Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Ich brauche das Medikit. Ja, dann nimm halt. Spritz dir den Shit. Zwei Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Ach, jetzt kann ich wieder rein? Na gut. Möchtest du in Animus zurückkehren? Nein, eigentlich noch nicht. Wenn wir jetzt hier doch nur in Animus rein sollen, dann warte mal. Dann habe ich aber hier noch diverse andere Ideen. Okay, da ist nichts. Wir wollen sie umgucken erstmal. Wo hier was ist. Vielleicht fehlt mir noch irgendwas. Cool. Cool? Also ich will jetzt nichts sagen, aber können wir jetzt hier unendlich rumlaufen? Ich sollte mich nicht zu weit entfernen. Ja, ich hab kapiert. Ist halt langweilig, Mann. Ich hätte das gleich hier rumschlabern und die alte Stadt noch begutachte. Ach Mann, Kinas. Generator läuft noch bei der Temperatur. Interessant. Da muss ich lang. Da komm ich. Warte mal, kann ich auch hier lang? Cool, sie läuft doch rüber. Drüber. Okay, schade, hier gibt's nicht wirklich was. Das finde ich jetzt doof. Sind wir einmal draußen aus dem Animus und dann sowas. Tschüss. Ja, ich komme ja schon. Hier, ich gehe wieder rein. Sei glücklich. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Sonst wird es dein Sarg. Halt in einem Fahrzeug X gedrückt, um die Zugtür der Kontrolle zu überlassen. Es läuft eine Markierung auf der Karte und folgt dabei der Straße, okay? Ich hätte gerne ein bisschen mehr machen. Ach Mensch, finde ich jetzt doof.
Aber vielleicht kommt's ja auch noch, wer weiß. Wir haben noch eine arschriesige Karte zum Entdecken. Assassin's Creed Origins. Ich glaube, es geht die Geschichte erst richtig los. Miau! Bei mir miauen Style ist es normal. Umgebung von Jammu. 48 vor unserer Zeit. Oder 4800 Jahre wahrscheinlich. Im Shop kannst du deine Spielerfahrung verbessern, indem du zusätzliche Gegenstände oder Zeitersparnisse kaufst. Außerdem hast du dort Zugang zu allen Bonusinhalten, die du möglicherweise bereits besitzt. Die gekauften Gegenstände haben deine aktuelle Stufe und können bei jedem Schmied aufgerüstet werden, um sie deinen Fortschritt anzupassen. Wir freuen uns, dir 200 TX-Credits anbieten zu können, die du für beliebige Gegenstände ausgeben kannst. Du kannst jederzeit vom Pausenmenü aus auf den Shop zugreifen. Ja, ich will es einhauen. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Aya. Stufe 23, lol. Stufe 10. Halt auf die Fresse. Wo muss ich jetzt hin? Wow. Ist hier irgendein Ziel? Ist ja auch ziemlich weit weg, ne? Ich würde es nur mal erwähnt haben. Wir haben ein ganzes Land übersprungen. Holy crap. Ah, steht ein Level dran. Okay. Dann laufen wir doch mal das Fragezeichen zu, hätte ich gesagt. Das ist recht in der Nähe. Ein Stein? Ein Stein. Okay. Steine brauche ich nicht. Was haben wir da vorne? Ein paar Kamele auf jeden Fall. Gibt es irgendwas Besonderes? Reisende Händler. Ach, da drüben. Ups, ich bin voll vorbeigelaufen. Das sieht mir aber nicht ganz so freundlich aus. Wenn ich den Käfig da sehe. Oh, hey, was? Hey. Stopp ihn! Hey, wir... Was war... Hey, was? Oh, Scheiße, mir entkommst du nicht! Zeit ist gekommen! Hab ich dich! Au! Der hat doch nix! Schuss für mich! Ah, das möchte ich mal sehen. Jetzt komm doch her, du Drecksack. So ein Hund. Bleib hier, du kannst nicht fliehen. Doch. Bams. Fulalalalalala. Wo war denn der Boss, den wir gerade gekillt hatten? Ach, da liegt da. Ich sehe leicht blutverschmiert aus. Sieht ungesund aus. Hier sollte ich vorsichtig sein. Das hat sich gerade schon erledigt. Mit vorsichtig sein. Hauptmann haben wir schon gekillt. Ah, da ist noch was. Drüben liegt nichts mehr, ne? Nein, haben wir alles. Perfekt. Oh, sorry, ich bin voll ins Mitgestoßen. Aber ich glaube, das war's schon. Also haben wir hier irgendwo noch hier Freunde versteckt. Wahrscheinlich nicht so, abgesehen von den Ratten hier. Scheint hier nichts zu leben. Perfekto.